Der Herpes genitalis ist eine lokale Infektion mit dem Herpes simplex Virus, häufig Typ 2, im Genitalbereich, bei dem es zu schmerzenden, juckenden Bläschen kommt auf einem geröteten Grund. Ähnlich wie beim Lippenherpes entsteht der Herpes genitalis nach einer Infektion. Es gibt eine hohe Durchseuchung und man hat sogenannte Prodromalsymptome, also bevor es auftritt, Beschwerden, Juckreiz, vielleicht auch so ein bisschen ein Ziehen, ein Kribbeln. Dann treten die Bläschen auf und nach ungefähr 5 bis 7 Tagen heilt es wieder ab. Meistens gibt es auch eine lokale Lymphknotenschwellung im Bereich der Leisten. Fieber, Müdigkeit und Abgeschlagenheit sind möglich, treten aber nicht zwangsläufig auf. Solange die Herpesbläschen vorhanden sind, ist man selber infektiös, sollte entsprechend auf Geschlechtsverkehr verzichten. Man behandelt es antiviral mit lokalen antiviralen Cremes, aber auch systemisch in Form von Tabletten. Das verschreiben wir auch über die App. Und dann sollte es innerhalb von 10 bis 14 Tagen zu einer Besserung kommen.